So, hallo liebe YouTube-Freunde, Simpson-Freunde. Ja, wie wir sehen, habe ich hier meinen Retro-Koffer etwas gestaltet. Ja, ich habe mir da auch mal Gedanken gemacht, ja, um eine Befestigungsmöglichkeit. Ja, da habe ich ganz einfach ein Gummi genommen von einer normalen S51 von Gepäckträger. Ja, habe den auseinander gemacht. Richtig gefällt mir das noch nicht, ja, aber ich habe mir da jetzt schon was ausgedacht. Und zwar habe ich jetzt erstmal hier oben eine Schraube rein gemacht. Und hier unten an den Haken muss ich erstmal abmachen, ja, den Kameraden. Habe ich da auch erstmal hier eine Schraube rein gemacht. Ja, aber ich werde das umändern, und zwar habe ich mir das so gedacht, ich mache noch so einen Haken auf die andere Seite dran hier oben. Da kann man das hier oben einhängen und mache dann hier 1, 2 und auf der anderen Seite auch 2 Nieten rein. Ja, da reibt auch die Schraube nicht so am Koffer. Ja, das ist da meine Variante, was ich mir da jetzt ja so ausgedacht habe, ja. Dass es da auch ein bisschen ordentlich aussieht, für welche, die was noch keinen richtigen Plan haben, wie sie es festmachen. Ja, da kann man es auch abmachen. Ja, braucht ihr Gummi nicht dran hängen lassen, wenn man den Koffer mal abmachen möchte, zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen anderen Vorschlag, oder, aber so würde ich jetzt mal sagen. Sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Ja, ich habe da hier vorne noch ein kleines Aufkleberchen dran geklebt. Jetzt, das werde ich euch gleich mal zeigen. Ja, aber ich denke mal, das ist die beste Variante. Ja, einfach so einen zweiten Haken zu nehmen. Und dann kann man das so oben schön einhängen. Kann man dran machen. 2 Nieten rein auf jeder Seite. Ist auf jeden Fall besser wie eine Schraube, ja. Ja. Vielleicht habt ihr andere Einfälle. Besseren Einfall, aber ich würde mal denken, so sieht das ganz gut aus, ja. Ja, wir sind da alle rundum zufrieden. So, jetzt zeige ich euch mal noch hier vorne mein Schildchen hier, was ich hier dran geklebt habe, oder beziehungsweise mein Aufkleber, was ich dran geklebt habe, ja. Ja, und zwar habe ich ja diesen schönen Elektronik-Aufkleber, ja. Ein Stück abgeschnitten. Ja, weil es ja eine 12 Volt ist, ja, mit Wattbezündung, habe ich gedacht, ja, sieht ein bisschen hübscher aus hier, Elektronik, ja, macht auch was her, ja, sage ich mal so. Ja, ich würde mich da freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Über ein paar Likes würde ich mich freuen. Ja, vielleicht könnt ihr ein paar Kommentare schreiben oder so. Ja, über das andere Thema mit der, ja, mit den verpixelten Videos eventuell. Ja, was ich da ja selber weiß, eigentlich hier werde ich euch dann noch berichten darüber. Ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal allzeit gute Fahrt. Viele Grüße rundherum so an die Simpson-Freunde, an die YouTube-Freunde, die was Simpson-Videos machen. Ja, dann bis die Tage. Ciao, ciao. Sagt erstmal euer Simpson Stefan. Macht's gut.